geht es um kreative Konzepte zur Versorgung auf dem Land. Und ich darf bitten, Christian Schneider zu mir zu kommen und Heinz Frey. Wie Sie es eben ja schon erlebt haben, sage ich zu beiden dann noch etwas. Ich fange mal mit Herrn Schneider an, der war als erster hier oben. Er ist Leiter Standortentwicklung bei Rewe National in Köln. Sie wissen, das ist führender Handels- und Touristikkonzern in Europa. Herr Schneider selber kennt auch beide Seiten, nämlich zum einen hat er schon auch in dem Bereich Stadtplanung, Stadtforschung gearbeitet, übrigens Geografie studiert, ne? Interessant, wo man mit so einem Studium hinkommen kann. Und jetzt ist er eben für Rewe ganz aktiv. Und zu meiner Rechten Heinz Frey, er ist Gründer und Geschäftsführer der sogenannten Dorf-UG. Also da geht es um die Stärkung des Raums vor Ort, des Dorfes, Dienstleistung und ortsnahe Rundumversorgung, um die Lebensqualität selbst in kleinsten Kommünchen zu erhalten. Das war Herrn Frey auch nicht in die Wiege gelegt, sondern eigentlich ist er ausgebildeter Lehrer, Mathematik, Sport, Geschichte, Latein und Architektur und hat sich aber auch schon immer kommunalpolitisch engagiert. Ja, fangen wir mal mit dem ländlichen Raum insgesamt mit Ihnen beiden an. Demografische Entwicklung sagt, werden alles tote, verödete Landstriche meistenteils. Was sagen Sie? Soll ich anfangen? Gut. Ich sage natürlich ganz klar nein. Aber bevor man über sowas redet, müsste man definieren, was ist ländlicher Raum? Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Man müsste definieren, was ist Region? Gibt es auch viele unterschiedliche Ansätze. Und man müsste definieren, was ist überhaupt Nahversorgung. Auch da gibt es viele Ansätze. So, wenn man das geklärt hat, dann sind wir 3-4 Tage oder Jahre älter. Also ich bin im Bundesvorstand der Regionalbewegung und wir definieren seit Jahren die Region, kriegen es bis heute nicht hin. Aber das ist das Problem. Wenn man das aber hat, es gibt Räume, wo wirklich Chancen für den ländlichen Raum sind. Und da sehe ich, und das greife ich auf, die Digitalisierung tatsächlich als Chance für den ländlichen Raum. Ich will es auch ganz kurz begründen, bevor Herr Schneider dann dazu noch ergänzen darf. Wir haben angefangen, um uns selbst zu helfen. So haben dann oder machen heute, ich will nicht sagen alles, aber vieles von dem, was wir heute gehört haben, nämlich die Nahversorgung vor Ort mit Kooperation, Integration dessen, was da ist, Stärkung dessen, was da ist und so weiter, bringen alles an eine einzige Ladentheke zusammen. Und da sei mir mein Lieblingsbeispiel wieder erlaubt zu sagen, an der einen Seite kriegen Sie das frische Fleisch vom regionalen Metzger, natürlich von unserem Personal. Und auf der anderen Seite können Sie Ihre ölverschmierten Kfz-Nummernschilder abgeben. Das alles an einer Theke mitten im Ort. Um Gottes Willen, was so, sagt das Hygieneamt? Damals hat man uns ausgelacht vor 15 Jahren. Heute sind wir Modellprojekten, kriegen viele Preise dafür. Vielleicht erstmal soweit. Das heißt, Bürger sind ganz wichtig. Damit haben wir angefangen. Wir haben es aber geschafft und haben auch erkannt, dass wir alle mitnehmen müssen. Auch die Kommunalpolitik, auch die Wirtschaft. Als Zulieferer, die dürfen auch Geld verdienen mit unserer Idee und natürlich auch Wissenschaft. Und so sind wir dann auch so ein bisschen zum Trendsetter der multifunktionalen Nahversorgung geworden, wie wir sie heute betrachten. Und deswegen sehen wir das nicht alles negativ, sondern sehen das positiv und sagen, Digitalisierung ist eine Chance. Und ein letztes dazu noch, da gibt es nämlich gerade auch Ansätze in der Politik, genau diese ganze Reihe, die wir ja jetzt heute hier sozusagen abschließen. Aber das Landwirtschaftsministerium hat gerade mit Land Digital entsprechende Dinge auf den Weg gebracht. Und wir sind ja gerade in der glücklichen Lage, als Modellprojekt in NRW digitalen und stationären Einzelhandel ausprobieren zu dürfen. Das tun wir. Und das ist auch eine Idee, die da kommt. In der Kommunalpolitik müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Das kann ich sagen, weil ich seit 25 Jahren dort im Stadtrat Jülich hat 34.000 Einwohner, sitze und seit vielen Jahren Vorsitzende des Planungs- und Umweltbauausschusses sind und die ganzen Konzentrationsprozesse der, sage ich mal, Konzerne im Lebensmittelbereich kenne, die auch um Jülich kämpfen. Jetzt ist das der Ball für Herrn Schneider. Genau, ich komme nachher nochmal zu Ihnen, wir vertiefen das noch. Ja, ich muss nochmal eingangs starten. Ja, ich bin Geograf, ich glaube auch nicht der Einzige hier im Saal. Und wie so immer in also jetzt muss ich mal fragen, wie viele Geografen gibt es hier noch? 1, 2, 3, 4, oh, das sind bestimmt schon fast 12, 15, ne? Sollen wir noch mal fragen, wie viel von den hier Anwesenden wohnen im ländlichen Raum? Das würde ich jetzt mal schätzen, 25? Okay. Es sind schon ein paar mehr, aber ich sag mal, die Städtebewohner, die Städteanwesende sind dann doch hier deutlich in der Überzahl. Also nein, Spaß beiseite. Ich will mich eigentlich zur Herleitung zum ländlichen Raum einer anderen Disziplin bedienen, der Physik.
Gravitation, das kennen Sie sicherlich alle. Das ist im Grunde ein Prinzip, dass etwas, was sehr stark ist, was sehr groß ist, eine große Anziehungskraft auch über weite Distanzen beansprucht. Und das ist im Grunde auch das, was im ländlichen Raum seit Jahren sich eigentlich auch forciert hat. Das heißt, wir haben Lebensmittelbetriebe, großflächige Lebensmittelbetriebe in Unter- oder Grundzentren oder in Mittelzentren im ländlichen Raum, die aufgrund der zentralörtlichen Funktion über Jahrzehnte viel mehr ansiedeln konnten an Fläche und damit einen Flächenüberhang, damit eine sehr hohe Zentralität haben und damit eine sehr starke Gravitation in den ländlichen Raum ausüben und über 10, 15 Kilometer Entfernung dazu beitragen. Und jetzt kommt das Wort, was ich heute von Frau Zypris aufgenommen habe, die Erdbeeren, dazu beitragen, dass halt, wenn man einen großen Wocheneinkauf tätigen will, also eben nicht die Milch, die Butter oder die Erdbeeren in dem kleinen Markt vor Ort einkauft, sondern wirklich den Wocheneinkauf tätigt, dass man diese weite Strecke im ländlichen Raum fährt. Und das ist, das muss man bei den ganzen, sagen wir, Strukturwandel mit Blick auf Demografie und all das, was wir heute gehört haben, immer bedenken. Das ist eine schwierige Situation für all die, die im ländlichen Raum die Nahversorgung heute noch ausüben, so sie noch da sind. Und das vor allem auf kleineren oder nur mittelgroßen Flächen, 500, 700 Quadratmeter oder darunter. Weil das im Grunde letztendlich, Herr Gent hat es vorhin auch sehr gut gesagt, der Handel braucht die Bevölkerung. Und gerade die Nahversorgung braucht auch die Bevölkerung vor Ort und vielleicht auch einmal mit Parkplätzen ausgestattet, die Kunden, die auch sozusagen im ländlichen Raum unterwegs sind. Und wenn das aber nicht mehr gegeben ist und wenn diese Gravitation zu stark ist, dann ist irgendwann, dann geht die Schere auseinander mit den Kosten und mit den Erträgen und dann ist es letztendlich der Fakt, dass immer mehr Nahversorgung im ländlichen Raum schließen oder werden schließen müssen. Jetzt haben Sie das sehr schön ausgeführt. Was mich jetzt interessieren würde, was bedeutet das denn jetzt für Ihr Unternehmen Rewe? Also wie gehen Sie damit um? Ja, wir gehen damit natürlich um, dass wir vor Ort in den Kommunen intensiv die Diskussion führen und versuchen, letztendlich da, wo wir Märkte haben, und man muss auch für die Weiterentwicklung im ländlichen Raum sich den Bestand anschauen, versuchen, auch wenn es im Grunde die Landesplanung, die Regionalplanung nicht unbedingt ermöglichen, in eine Ausnahmemöglichkeit zu gehen, dass wir in die gewisse Großflächigkeit gehen können, weil die Kunden verlangen vor Ort ein ausgewogenes, breites, tiefes Sortiment der Nahversorgung. Da gehört auch dann vielleicht auch Fisch frisch mit dazu. Da gehört die Bedienungstheke für Wurst, Käse und so weiter dazu. Und die große Auswahl auch von Getränken. Ist das nicht vor Ort, setzen sich die Leute ins Auto. Und mir ist morgen noch ein weiterer Begriff hängen geblieben. Wenn man das weiterdenkt, das autonome Fahren, das könnte ja im ländlichen Raum auch dazu führen, dass wir gar keine Versorgungseinrichtungen mehr brauchen, weil dann im Grunde die Leute die 15, 20 Kilometer im Sinne der Gravitation zu den großen Anbietern des Lebensmitteleinzelhandels fahren, dort einkaufen und wieder nach Hause fahren. Das muss man natürlich auch im Blick behalten. Ja, da greife ich gerne ein, weil ich sehe das natürlich völlig anders. Wir brauchen nämlich, klar, was zu essen, aber wir brauchen auch was zu klönen, so wie wir im Rheinland sagen. Und das heißt, wir brauchen diese Versorgungszentren. Ein Dorfzentrum mit V ist natürlich kein Dorfladen, wie wir uns den vorstellen, wo es ein paar Lebensmittel gibt. Nein, es ist dieses multifunktionale Versorgungszentrum, wo es auch Lebensmittel gibt. Aber eben auch das Café, eben auch der Treffpunkt. Da kommen, wir haben das heute gehört, Ältere kommen häufiger zum Einkaufen. Ja, nicht, weil sie was vergessen haben oder weil sie gerne einkaufen, weil sie einfach andere Menschen treffen wollen. Genau, und das ist genau die Chance. Wird man auch gefragt, wie geht's dir und oder Ihnen und was macht das Knie oder die Enkel oder so, also diese soziale Dimension. Sie sprechen ja an der Stelle auch von dem sozialen Profit und so, ich finde das durchaus eine interessante Formulierung. Vielleicht darf ich es noch ergänzen, Sie haben eben dieses Fünf-Säulen-Modell, ne? Es gibt Lebensmittel, Dienstleistungen, Soziales, Medizin, irgendeine Art von Versorgung, sei es mit dem Nummernschild, wie wir es eben hatten, Kommunikation und Kultur. Ja. Also es kann auch zum Beispiel irgendwie ein Theater aufgeführt werden oder so. Ja, natürlich. Also wir gehen gerade hin... Mit dem Bürgermeister als Kasper. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Das haben wir auch schon gemacht. Also tatsächlich gemacht. Aber es ist natürlich ganz klar, wir wollen da, wo sich Gaststätten, Kirchen und andere Anbieter zurückziehen, als frühere Zentren ein neues Zentrum bilden und das steigert die Lebensqualität. So, im Ort. Und da müssen aber, das sage ich ganz deutlich, die Bürgerinnen und Bürger selbst Verantwortung übernehmen. Also nicht bloß rufen, komm mal her, Herr Schneider, machen Sie mal einen Laden.
dann wird er schnell rechnen und sagen, ja, dafür seid ihr zu wenig, das geht nicht. Dann rufen Sie den Bürgermeister, sagen, Herr Bürgermeister, kommen Sie mal her, machen Sie mal einen Laden. Dann sagt der Bürgermeister, das muss ich nicht, ist gesetzlich nicht vorgegeben. Da steht nur Post und Eisenbahn, brauche ich nicht. Also Ende. Wenn die Bürgerinnen und Bürger aber aktiv werden, dann kann auch Kommunalpolitik wieder handeln. Da gehören aber ein paar Dinge zu, die Herr Schneider schon angeführt hat. Kommunalpolitik muss das heute auch begreifen. Und da ist noch ein langer, langer Weg. Begreifen heißt, nicht den neuen großflächigen Einzelhandelsbetrieb am Ortsrand hinzusetzen. Das haben wir gerade in Jülich erlebt. 5000 Quadratmeter neue Einzelhandelsverkaufsfläche, davon haben wir eh zu viel, am Stadtrand. Nein, mit der Werbung, wir schaffen 100 neue Arbeitsplätze. Die Gegenfrage von mir ist, wie viel gehen denn dabei verloren? Das Vielfache von dem. Und da müssen Kommunalpolitiker noch nachdenken. Sie müssen andererseits bestehenden Anbietern Chancen geben zur Entwicklung. Das ist auch nötig. Und das gilt genauso gut dann für den kleinen ländlichen Raum, für kleine Dörfer, wo man eben diese Dinge mit Innenentwicklung möglich machen muss, wo man Denkmalschutz, wurde gerade angesprochen, vielleicht mal etwas großzügiger auslegen muss, wo man Gebäude vielleicht zusammen umlegen und neu bauen kann. All diese Dinge gehören dazu und dann funktioniert das, dann kann man diese Häuser auch wieder füllen, füllen mit Leben und das sind die Menschen im Ort, die dafür die Verantwortung tragen, mit all den Dingen, die dann eben, und das ist auch ganz wichtig, individuell in jedem Ort völlig anders sind. Und die muss man entwickeln und das tun wir, indem wir solche Prozesse begleiten. Ich komme gleich zu Ihnen, Herr Schneider. Ich möchte aber nochmal nachfragen, weil Sie sagten, das muss jeder individuell lösen. Es ist ja schön, dass Sie von der Schwerfälligkeit der Kommunalpolitik sprechen, als jemand, der selber seit 25 Jahren aktiv ist. Ja. Sie dürfen das also dann auch tun. Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Ist Ihr Projekt jetzt, was ja offensichtlich sehr erfolgreich läuft, gibt auch Zitate von Dorfbewohnern, die Sie küssen und sagen, toll, dass das hier so ist, wie es ist, sonst wäre ich schon lange im Grab oder so ähnlich. Aber ist das übertragbar? Also rennen Ihnen jetzt andere Kommunen die Tür ein und sagen, kommen Sie mal zu uns, Herr Frey, erklären Sie uns das mal, Masterplan und so weiter? Oder ist das ein Solist bei Ihnen und wird es so nicht nochmal geben? Nee, das haben wir schon an vielen Stellen übertragen, arbeiten da auch mit vielen Akteuren zusammen. Es gibt ja auch eine Bewegung in ganz Deutschland in diese Richtung. Und wir gehen dann hin und untersuchen diese Orte erst einmal, ob überhaupt was möglich ist. Ich habe eben gesagt, Definition von ländlicher Raum, Region und so weiter. Und wenn es dann eine positive Aussage gibt, dann sagen wir, ja, hier ist es möglich. Wir geben auch bei vielen Orten die Empfehlung, das so nicht zu machen, sondern andere Konzepte zu nutzen, zum Beispiel auf mobile Lieferdienste zu setzen oder wie wir es in diesen Runden hier diskutiert haben, Knotenpunkte in irgendwelchen, ich sag mal, kleineren Zentren im ländlichen Raum zu bündeln und dahin zu gehen. Aber nochmal, da bietet Digitalisierung mit unserem Pilotprojekt genau die Chance, weil wir den letzten Kilometer damit überwinden, der im ländlichen Raum gerade das enorme Problem bereitet. Und dann können wir auch die Vielfalt des Angebotes eines großen Supermarktes, das machen wir nämlich, in die kleine ländliche Gemeinde bringen. Und da müssten Sie ja jetzt nur noch dafür sorgen, dass dieser Supermarkt Rewe heißt. Ja, wir werden uns im Nachgang der Veranstaltung natürlich zusammensetzen. Also nein. In der Tat, ernsthaft, ne? Also nein, Spaß beiseite, also das, was der Frey gesagt hat, da muss ich so ein bisschen dagegen schießen. Ja, das ist durchaus möglich. Wir haben selber auch ein Format, das heißt Nahkauf, von Kaufleuten betrieben, womit wir auch sozusagen auch schon in Köln selber in Randbezirken die Versorgung übernehmen, aber auch in sehr ländlich geprägten Gemeinden. Er benötigt nicht so eine große Verkaufsfläche, er bewegt sich unterhalb der Großflächigkeit, dieser Nahkauf, er wird von Kaufleuten betrieben und hat dann im Grunde auch genau das, er hat die gezielte Ansprache der Kunden im Umfeld, er kennt dessen Bedürfnisse, kennt die mitunter auch persönlich und ich glaube, das ist genau das, was den Handel auszeichnet vor Ort und das wird ein Internet, ein Online natürlich nie ersetzen können. Und es bleibt aber bei allem, und das wird die Schwierigkeit, weil wir natürlich auch bei jedem Standort, den wir uns anschauen, langfristig in die Prognosen gehen. Das sind nicht die nächsten 5 Jahre, sondern das sind 15, 20 Jahre. Wie ist die Bevölkerungsentwicklung? Und bei aller Liebe, es gibt Bereiche in Deutschland im ländlichen Raum, im sehr ländlich geprägten Raum, wo heute schon das sozusagen ein Missverhältnis in der Nahversorgung ist. Und das wird noch schlimmer werden. Und in Einzelfällen mag man dann kreative Lösungen umsetzen können, finden. In anderen Fällen wird es Kaufleute aus dem Hause der Rewe oder von anderen Firmen geben, die im Grunde einen Lieferservice anbieten. Das wollte ich gerade noch sagen. Genau. Oder aber, womit wir auch noch weiter vorangehen werden, die im ländlichen Raum einen sogenannten Abholservice anbieten. Wenn dann das Breitband überall da ist, dann kann man im Internet bestellen und im Grunde sich, wenn man dort vorbeikommt, auch direkt den Einkauf abholen. Also wenn wir müssen ja letztendlich, die Kunden sind
sehr vielschichtig und wir müssen ja für alle irgendetwas auch im Service in der Ansprache anbieten können. Und wie muss ich mir das jetzt so im Hintergrund vorstellen? Also die Ideen, die Sie haben, haben ja sicherlich auch Ihre Konkurrenzanbieter. Und muss man jetzt schnell versuchen, irgendwelche Allianzen zu schließen, also zum Beispiel mit solchen Initiativen oder mit der Post, dass Sie sagen, so, wir hätten gern das Postauto und den Postboten, da setzen wir noch einen Rewe-Mitarbeiter obendrauf und solange es nicht das selbstfahrende Einkaufsversorgungsmobil gibt, möchten wir das gerne besetzen oder wie sind diese Prozesse im Hintergrund? Also ich bin jetzt nicht involviert in diese, ich sag mal, in diesen Think Tank im Hause der Rewe-Gruppe. Von daher, ich würde sagen, vieles ist möglich, aber was wirklich nachher kommen wird und vor allem, dass wir haben ja selber auch einen Lieferdienst in Deutschland, den haben wir, muss man dazu sagen, noch nicht im ländlichen Raum, sondern in den Ballungsräumen, in den Großstädten. Er hat bislang noch keine schwarzen Zahlen erbracht, aber bei allem, man muss sich diesem Wandel, der auf uns zukommt, stellen und da natürlich auch investieren und wenn man davon überzeugt ist, dass es irgendwann funktionieren wird, dann geht man auch diesen Weg. Und klar, es gibt viele, viele Denkmöglichkeiten. Ich meine, wir alle haben das in den letzten ein, zwei Jahren gehört mit irgendwelchen Drohnen, die etwas sozusagen beliefern. Also, abschmeißen. Das machen Sie mal mit den Erdbeeren. Dann, Das sind dann genetisch bearbeitete Erdbeeren. Ja, ich sag mal, vieles von dem, was Herr Schneider sagt, machen wir ja gerade schon. Lieferdienst, Hol- und Bringdienst. Wir holen zum Beispiel ältere Menschen zu Hause ab, sodass sie ins Dorfzentrum gebracht werden, wo sie sonst alleine gar nicht mehr hin können. Da können sie frei bestimmt einkaufen, miteinander reden und werden wieder nach Hause gebracht. Sonst würden sie vor der Fernsehglotze, sage ich mal so salopp, würden sie veröden und vereinsamen. So, genau diese Dinge sind uns ja wichtig. Das ist das Soziale. Und ich sage noch etwas, auch junge Bevölkerung kann von diesen Dingen profitieren. Und deswegen appelliere ich gerade an die Politik, diese Dinge weiter nach vorne zu schieben, Bund, Land und Kreis, Kommune, weil da sehe ich auch Chancen, gerade für unseren Sozialstaat. Denn Generationengerechtigkeit will ich da ansprechen. Unsere jungen Leute, meine Kinder, müssen alles das bezahlen, was wir heute falsch machen. So, und das heißt, wenn wir Ballungsräume schaffen und da immer neue Dinge bauen, Altenheime, das Personal dazu und auf dem ländlichen Raum die Dinge zerfallen lassen, dann tun wir was Falsches. Wenn ich aber hingehe, Digitalisierung nutze, ich nenne das an zwei Beispielen, so wie wir es machen, wir benutzen Digitalisierung, wir sind kein Onlinehandel, sondern wir benutzen das nur als Zubrot zu dem eh schon bestehenden regionalen Laden, der nämlich die regionalen Produzenten aus der Innenstadt, aus der Region, die Lebensmittelerzeuger, die sind ja schon da. Und die Kunden, die jetzt kommen, finden die blaue Schokolade mit den grünen Punkten natürlich bei uns nicht. Die liefert dann beispielsweise Rewe über diesen schönen Online-Dienst und am nächsten Morgen kann der Kunde es abholen und ist glücklich. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn wir hingehen, diese Chancen zu nutzen für den ländlichen Raum, können wir Wohnen und Arbeiten wieder zusammenbringen. Das ist jetzt meiner Lehrertätigkeit geschuldet, ich habe auch Geschichte studiert, Wohnen und Arbeiten wieder zusammenbringen im ländlichen Raum. Und wenn es nur ein, zwei Tage ist, dann minimieren wir den Stau auf der Düsseldorfer Rheinbrücke jeden Tag. Und das sind Chancen. Und die zweite Chance sehe ich darin, dass wir dem Sozialstaat enorme Kosten sparen, denn all das, was wir da tun, können wir nicht weiter finanzieren in Zukunft. Da brauchen wir andere Lösungen und dafür kämpfe ich und dafür stehe ich. Na und selbst wenn jemand dann eben sich in dem Dorfzentrum aufhalten kann, der sonst nur vor dem Fernseher sitzen würde, hat das ja wahrscheinlich auch positive gesundheitliche Folgen, sprich weniger Arztkosten und so weiter. Genau, haben Sie vielleicht noch nicht untersucht, aber wird wahrscheinlich so sein. Also sehr positive Beispiele. Abschließend zu unserer Runde möchte ich noch eingehen auf eine Facebook-Umfrage, die hier gemacht wurde vom Bundeswirtschaftsministerium aus, mit Blick auf diesen Tag heute. Und da wurde gefragt, erste Frage, ich kaufe im Internet ein, weil, und die große Mehrheit sagt, wenn es Produkte gibt, die ich vor Ort nicht erhalten kann. Also das ist das Motiv, ins Internet zu gehen. Ich sehe, Sie stimmen zu. Die zweite Frage war, die Auswahl an Läden vor Ort ist besser geworden, ist unverändert oder hat sich verschlechtert? Sie dürfen raten, was ist passiert? Verschlechtert, genau, richtig. Und drittens, ich gehe zum Laden vor Ort, weil ich die persönliche Beratung schätze, weil ich bekomme, was ich brauche oder weil es sicherer oder zuverlässig ist. Ich würde mal sagen, die persönliche Beratung. Ich schließe mich dem an. Es war dicht gefolgt, also eigentlich ist das meistgenannte, weil ich dort alles bekomme, was ich brauche und dazu kommt dann noch die persönliche Beratung. Bringt mich zur abschließenden Frage, also wir haben ja jetzt den ländlichen Raum in dieser Runde nochmal berührt, wie halten wir den sozusagen für den Einzelhandel aktiv, wenn Sie es nochmal zusammenfassen müssten in einem Satz oder mit einer Vision, wie bleibt er attraktiv? Ja, ich würde ein Plädoyer abgeben wollen, das heißt ja auch immer Handel und Stadt, es sollte eigentlich auch heißen Handel und Dorf. Und
der Handel im Dorf, das ist, er kann nicht der Alleinunterhalter sein. Er braucht eben auch das Wohnen, das Arbeiten, er braucht die Ärzte, er braucht die Apotheke und einiges mehr. Und wenn das, und das ist im Grunde, das muss man verschneiden, diese ganzen Funktionen, wenn das alles gegeben ist, auch im Dorf, dann ist da auch wieder eine Perspektive. Und ich glaube, dann wird es auch, das gab es immer in den ganzen Jahrzehnten und Jahrhunderten, dann wird es auch wieder irgendwann eine Bewegung in die attraktiven Dörfer geben, die einfach Lebensqualität und Versorgung bieten. Ja, sehe ich genauso. Und es gibt da bereits ein großes Netzwerk. Das fängt ja an im Norden, beispielsweise mit Markttreffen Schleswig-Holstein. Das endet im Süden mit Herrn Gröll, den habe ich irgendwo im Publikum hier gesehen, der also auch unterwegs ist in Dörfern und versucht da diese Dinge auf den Weg zu bringen. Das machen wir, das machen viele andere mittlerweile auch. Da finde ich wieder, muss natürlich auch eine Bündelung stattfinden, da muss auch Politik, da muss auch Wirtschaft hinkommen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir da ein Dreieck bilden zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Ich betone nochmals, die müssen Selbstverantwortung übernehmen, das ist ganz wichtig, das ist die Grundlage meiner Idee. Dann kann die Kommunalpolitik gestalten und dann kann die Wirtschaft Geld verdienen. Und genau das müssen wir hinkriegen. Insofern ist so eine Veranstaltung genau der richtige Ansatz.